Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Christian an. Dieser hat über Apple Magic Trackpad 2 geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich mich der Frage widmen: Was ist dran an der ganzen Magie, die Apple in seinem neuen Magic Trackpad 2 verspricht? Ich benutze jetzt schon ca. 2 Wochen das Magic Trackpad 2 von Apple. Nach langem Überlegen und Recherchieren habe ich mich dafür entschieden, es zu kaufen, denn immerhin werden satte 150 Euro dafür fällig. Allerdings unterstützt das neue Trackpad Force Touch. Diese neue Technologie kommt bereits in neueren MacBooks sowie unter anderem Namen auch im iPhone 6s vor. Die Meinungen im Internet über das Magic Trackpad 2 gehen stark auseinander. Die einen sagen, es lohnt sich und die anderen sagen, es wird die normale Maus niemals ersetzen. Da ich bereits das alte Magic Trackpad benutzt habe, wovon ich übrigens sehr begeistert war, war ich umso gespannter auf die zweite Version. Mein erster Eindruck vom Apple Magic Trackpad 2 war sehr gut. Es kommt, wie von Apple gewohnt, in einer schlichten weißen Box mit einem Plastiküberzug. Nach dem Auspacken ist mir sofort aufgefallen, dass das neue Magic Trackpad deutlich größer geworden ist. Sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Auf den ersten Blick fällt einem sofort auf, dass die neue Oberfläche nicht mehr silber ist, sondern nun in einem matten Weiß daherkommt, was, wie ich finde, noch edler als beim Vorgänger aussieht. Die Oberfläche ist nach wie vor aus Glas, zudem besitzt es nun einen Akku, was das lästige Batterienwechseln vermeidet und einen kompletten Monat halten soll. In nur 2 Stunden Ladezeit soll es mit dem mitgelieferten Lightning-Kabel wieder voll sein. Die Form der neuen Version weicht auch deutlich von der Form des alten Geräts ab. Das neue Apple Magic Trackpad 2 liegt nun mit seiner ganzen Fläche auf dem Schreibtisch auf. Bereits bei der Vorgängerversion war ich von der riesigen Vielfalt an Gesten begeistert. Diese ist nun dank der neuen Force Touch Funktion noch einmal aufgestiegen. An der dicksten Stelle des Trackpads misst es gerade mal 1,1 cm und an der dünnsten ca. 0,5 cm. Außerdem sorgt das Gewicht von ca. 230 Gramm dafür, dass das Trackpad beim Arbeiten nicht verrutscht. Doch wo macht sich die neue Force Touch Funktion im Alltag bemerkbar? Eigentlich gar nicht. Man kann lediglich markierte Wörter in einer Lexikonseite aufrufen mit Verlinkung zu Wikipedia und zum App Store. Für den hohen Preis eigentlich recht mau. Alle verfügbaren Gesten kann man in den Systemeinstellungen unter dem Unterpunkt Trackpad aufrufen und das auch nur, falls das genutzte Programm Force Touch unterstützt. Nun ja, ich habe mir sowohl das Apple Magic Trackpad 2 als auch die neue Apple Magic Maus 2 gekauft. Im alltäglichen Gebrauch ist das Magic Trackpad bei mir schon seit seinem Vorgänger nicht mehr wegzudenken. Allerdings benutze ich für Foto- und Videobearbeitung lieber die neue Magic Maus 2. Bei Bedarf kann man das Apple Magic Trackpad 2 auch dauerhaft mit dem Computer über ein Lightning-Kabel verbinden und es somit sowohl als Bluetooth als auch USB-Trackpad verwenden. Dies ist bei der Apple Magic Maus 2 nicht der Fall, da sich die Ladebuchse dort auf der Unterseite befindet. Das ist aber kein wirklicher Kritikpunkt. Im Endeffekt muss jeder für sich selber wissen, ob er eher ein Freund des neuen Magic Trackpads ist oder doch eher ein Fan der guten alten Magic Maus. Das Trackpad ist in gewohnter edler Apple-Qualität und man kann im normalen Alltag problemlos E-Mails schreiben sowie im Internet surfen. Wenn es an kompliziertere Aufgaben geht, wie etwa das Bearbeiten von Foto- und Videomaterial, kommt man hier schnell an seine Grenzen. Wenn man bereit ist, 150 Euro aufzuwenden, bekommt man allerdings ein gutes Produkt mit zahlreichen Gesten und Funktionen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.